Doch, denn momentan gibt es eine Abwärtsspirale. Busse und Bahnen sind überfüllt, dreckig und unpünktlich. Und Taktungen und Verbindungen sind mangelhaft. Die Menschen wenden sich vom Nahverkehr ab und kaufen keine Tickets mehr. Das Geld wird noch weniger und die Qualität wird noch schlechter. Dieser Teufelskreis wird durch fahrscheinfrei durchbrochen. Denn fahrscheinfrei erhöht die Nachfrage. Eine höhere Nachfrage erfordert auch ein besseres Angebot und rechtfertigt politisch die Investitionen.